It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinen Kanal. Und wir machen weiter mit der nächsten Episode mit den Black Panthers, mit dem eigenen Verein. Und erstmal bedanke ich mich auf jeden Fall für die ganzen Likes auf die letzte Episode. Da konnten wir sogar die 6 Likes knacken. Da bin ich extrem glücklich und ja, supportet gerne weiter. Ist auf jeden Fall sehr cool, dass sich das auch ganz viele Leute angucken, diese Karriere. Ja, und dann fangen wir gleich mal an. Gerne, wenn ihr das Format feiert, auch gerne ein Like da lassen und gerne auch abonnieren und die Glocke aktivieren, damit ihr auch nichts anderes verpasst. Fangen wir gleich an. Unter der letzten Episode gab es einen Kommentar, dass ich mal nach Caio Henrique gucken soll bei Juventus Turin. Ja, Caio Henrique heißt er eigentlich nicht, aber ist jetzt auch egal. Ich habe jetzt mal Caio Jorge aufgeschrieben. Der ist ein 19-jähriger Brasilianer, ist ein Stürmer, kann aber auch in echt zumindest, spielt er manchmal auch links Mittelfeld. Darum ist das auf jeden Fall auch eine gute Sache, dass wir den mal beobachten und nachgucken, was der denn so kann. Ja, dann würde ich sagen, geht's gleich schon weiter. Und dann schon die kurze Anmeldung. Christopher Simon verleihen wir dann in der kommenden Winterpause für eine Kurzleihe zu den Bohemien FC. Also ein bisschen Spielzeit wird den Mann auf jeden Fall nicht schlecht tun. Dann geht's auch rein schon in die erste Partie. Schnell simulieren tun wir diese und dann gewinnen wir 2:1 hier. 85 Minuten, König verschießt bei Zwicker und Elfmeter und Langer macht dann in der 86. das entscheidende 2:1, ein ganz, ganz wichtiger Sieg, da wir auf jeden Fall jetzt sogar auf den ersten Tabellenplatz springen. Das ist auch ganz stark. Also es sieht richtig gut aus im Moment. Ein Kommentar, den ich ganz vergessen hatte. Ich habe ja geschrieben, dass wenn Cardoso 16 wird, soll ich den auf jeden Fall mal hochziehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, dass wir den dann hochziehen. An sich hat er eine gute Gesamtstärke. Klar, er hat jetzt nur noch ein 83er Potenzial maximal, aber normalerweise sollte er das dann auch auf jeden Fall steigern, wenn er halt mehr Spielzeit bekommt. Und besser als Radmann ist er ja sowieso im Moment. Und dann gucken wir mal ins erste monatliche Scouting-Update. Oh, die sieht gar nicht mal so schlecht aus. Können wir also mitnehmen. Ja, den nehmen wir auch mit. Also gar nicht so schlechte Spieler dabei von unserem Scout. Und jetzt geht's gegen den dritten aus Halle in die Schnellsimulation. Und es geht 0:0 unentschieden aus. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht. Wir haben zumindest nicht verloren. Das heißt, die Serie reißt jetzt nicht wirklich. Und wir bleiben auch erster Platz. So, wir simulieren fröhlich und munter weiter. Nächster Gegner ist der FC Kaiserslautern. Die sind im Moment nur 14. in der Liga. Und wir gewinnen auch klar und deutlich mit 3:0. Jäger mit dem Tor, Fernando und Schneider. Also, ja. Gut gespielt, 3:0 gewonnen. Jetzt gucken wir mal noch auf die Tabelle. Das sieht richtig gut aus. Und hier, Carlo Schneider. Spiele ohne Gegentor 5-mal. Also im Moment der beste Torhüter sogar in der Liga. Und wir haben jetzt sogar ein bisschen Abstand. Gut, Saarbrücken muss noch spielen. Aber 5 Punkte auf Osnabrück, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und Vogel hat sich jetzt, kann man sagen, endlich
Kann sich zum Beispiel Mittelfeldspieler geht leider dafür nicht hoch. Wir stellen aber trotzdem mal einen Plan ein für ihn. Ein schwacher Fuß hat er sowieso schon. Dann machen wir jetzt mal. Ich mache mal hier die Arbeitsraten mal ein bisschen hoch. Also ein bisschen mehr im Passen auch noch bekommt und im Flanken. Und dann sieht das sogar richtig, richtig gut aus in der Tabelle. 27 Punkte. Das hätte ich echt nicht erwartet. Und das nächste Spiel ist gegen den SC Verl an sich eigentlich ein Gegner, den wir schlagen müssen. Und wir verlieren 1:0 zu Hause gegen Verl. Putaro macht das entscheidende Tor. Und damit fallen wir natürlich von der Spitzenposition wahrscheinlich runter. Nein, wir bleiben da sogar. Also richtig glücklich kann man sagen. Auch Saarbrücken hat das nächste Spiel schon nicht wieder nicht gepunktet. Und damit haben wir die Chance, einen richtige Pickpoint zu landen, wenn wir gegen 60 gewinnen. Und natürlich werde ich dieses Spiel auch selber zocken gegen 60. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Zu Gast bei TSV 1860 München. Wir haben echt, ja, sogar ins Achtelfinale gekommen sind im DFB-Pokal. Heute müssen wir es versuchen, sie zu schlagen. Das wären, wie gesagt, ganz, ganz wichtige Punkte. So, und hier die Aufstellung von 60 München ohne Mölders. Also das wundert mich ein bisschen. Ohne Mölders, auch ohne Stefan Lex. Ja, mit 4-3-3. Die defensivere Variante mit 6. Ja, eigentlich normal mit 2 Achtern und einem Sechser. Unsere Mannschaft solltet ihr kennen und da habe ich nichts verändert und darum geht es jetzt rein in die Partie gegen 60 München. Mal gucken, was wir ausrichten können gegen die Welt. Fernando mit der ersten Chance jetzt mal für uns. Die erste Halbzeit kann man eigentlich getrost abkürzen. Es gab nicht wirklich viele Szenen und ja, darum steht es hier auch 0:0 zur Halbzeit. Also selbst die Schüsse, die es gab, waren wirklich sehr ungefährlich. Und ja, es kann prinzipiell nur besser werden. Halbzeit 2. 60 jetzt ganz frei mal vor dem Kasten. Jetzt muss er den querlegen und jetzt steht es 1:0. Zu einfach, wie sich unsere Abwehr überlaufen lässt. Es ist halt einfach auch viel zu schwach, was sie insgesamt präsentieren. Hier ein Pass hinter die Abwehrkette und dann, ja, braucht halt nicht viel. Verdiente Führung für 60 München durch Čačić. Und es war so prinzipiell die erste richtig gute Aktion, aber wir hatten zwei, drei gute Kontermöglichkeiten, die wir einfach nicht gut zu Ende spielen. Gut durchgespielt, Fernando. Oh mein Gott, was eine Großchance, die er da verballert. So, ich wechsle jetzt sogar dreifach aus. Stehen wir schon. Guter Ball für Stein und der ist drin! Oder wer war es? Ich habe es nicht sehen können, wer es genau war. Auf jeden Fall war es ein Eingewechselter. Es ist Vogel sogar. Vogel macht das Tor. Der Ausgleich. Ein bisschen glücklich, muss man wirklich sagen. Wir kriegen das gut gespielt. Dann ist es natürlich ein super Pass. Und dann ja, ist er eigentlich dran, der Keeper, und predigt da von Innenpfosten ins Tor. Vogel nimmt den direkt. War wirklich ein Biss. Sehr, sehr viel Glück dabei, dass der noch hinten reinspringt. Aber beschweren sollten wir uns nicht. Till Vogel, Ausgleich, 76. Minute. Ich kann es jetzt ein bisschen schneller spielen. Aufpassen. Oh mein Gott. Das war Luck. Hoch 5. Wirklich.
Und schon wieder verlieren wir den. Wieder durch den Rechtsverteidiger. Tauber ist gar nicht, wo der Ball ist. Und somit endet das Spiel 1:1. Komplett glücklich, wirklich komplett. 60, 90 Minuten lang aktiver gewesen als wir. Ja, und dann haben wir echt nur 51 erfolgreiche Pässe. 60 über 100. Also das Doppelte locker gemacht. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Sein bei unserem Auftreten. Das war überhaupt nicht gut. Gar kein Zugriff auf das Spiel. Darum muss man da auch mal kritische Worte auch mal finden, auch wenn es vielleicht jetzt nicht immer zwei sehr gute Abwehrreihen. Also ja, an sich danke, dass Sie bei uns waren. Von unserem Keeper. Also man hätte auf jeden Fall auch verlieren können. Das auf jeden Fall. Wir retten einen Punkt an sich. So, wird schon mal. Was mir aber aufgefallen ist, ist einfach, dass sich Koch irgendwie komplett verschlechtert hat. Also er war, also in meinem letzten Video war der auf einer 69, jetzt ist er fucking auf einer 66. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Und auch Vitau war doch schon auf einer 70. Also. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist mir auch. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare hauen, ob das so war oder nicht. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so war. Aber mal gucken. Gegen Waldhof Mannheim wird dann wieder sehr schnell simuliert. Mal gucken, wie sie sich da anstrengen. Wieder nur ein Unentschieden 1:1. Also. Läuft nicht mehr so gut. Gucken, ja, wir bleiben auf jeden Fall mit 3 Punkten Vorsprung dabei, also es ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also jetzt stellt sich natürlich die Frage, können wir überhaupt noch gewinnen? Wir spielen jetzt gegen Havelse. Ist schnell simulierendes und gewinnen mal wieder 2:0, Doppelpack von Kühn. Ein wichtiger Sieg, dass das auch alles bleibt. 60 jetzt vorbei, ist jetzt Zweiter in der Tabelle, aber 3 Punkte Rückstand, das ist auf jeden Fall sehr gut. So, und jetzt sind wir angekommen gegen Osnabrück. Das Spiel werden wir jetzt mal selber spielen, wir müssen jetzt mal aufpassen. Ja, die sehen sich schon sehr ähnlich. So, jetzt aber wirklich Osnabrück gegen Black Panthers. Ball wird eingestellt. Das nicht. Und dann geht's los in das Spiel. Ach, was eine starke Tafelschneider. Könnte uns hier nämlich den Konter bescheren. Quergelegt und jetzt führen wir 1:0. Fernando mit der Bude, nachdem unser Keeper hinten ganz stark gehalten hat, Schneider. Ganz stark getat. Kontern wir Osnabrück super aus. Und führen 1:0. Fernando mal wieder. 9. Treffer schon für den Brasilianer. Foulspiel und dann ist der Ausgleich da. Ich weiß nicht, was da passiert ist an sich. Also für mich war das ein Foulspiel an Vitau, aber ja, dann passiert das, dann geht er einfach irgendwie random durch und dann ja, schießt er den mit 800 km im Knick rein. Keine Chance, Kunze mit dem Ausgleich. Auch hier wieder, die gehen so früh drauf, man hat kaum die Möglichkeit den Ball vorzusagen. Das ist gut gespielt und dann bleibt Kühn hängen.
aus mit der App. Schneider, schade. Wäre der, glaube ich, nicht aufgesetzt, dann wäre das eine bessere Chance gewesen. Wieder gefährlich, vor allem kriegen wir es einfach nicht gelöst und dann steht 2-1. Also wirklich, das ist halt, keiner kommt daran. Wir stehen eigentlich mit so vielen Leuten da hinten und dann spielt er ihn durch und dann steht 2-1 und dann kannst du nichts machen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Computer gemacht haben. Der presst so extrem vorne, das ist unfassbar. Du hast keine Chance, sich wirklich zu lösen. Wir sind auch meistens komplett überfordert. Wir sind auch mega offen in der Verteidigung. Nächste und wieder eine gute Parade von Schneider. Halbzeit. Ja, Osnabrück führt für Lind. Kann ich ja sagen, aber wenn wir mehr erwartete Tore haben, aber ja, wir kommen halt einfach nicht durch und sie nutzen halt die Dinger sehr stark und ja. Auf jeden Fall auf offensiv stellen, damit hier irgendwas noch passiert. Osnabrück ist nämlich eiskalt. Jetzt vielleicht mal gut gespielt. Fernando 2:2. Wieder der Ausgleich für uns. Osnabrück steht hinten halt dadurch, dass sie pressen, ein bisschen offen, darum reicht dann halt auch mal der lange Ball nach vorne. Da den Ausgleich zu 16 wechseln aus, Vogel kommt rein für Radmann. Ja, vielleicht die Flanke war es, Lehmann. Gute Gelegenheit, aber leider nicht das Tor. Den beiden Jungen. Oder hier mal Vogel. Muss es probieren, probiert. 85. Minute. Das 3:2. Wir drehen die Partie. Vogel macht's. Den Punkt hat er gesichert. Gegen 60. Und hier macht er das 3:2. Das ganz, ganz wichtig ist. Wirklich. Es war nicht die beste Leistung, aber wir sind immer dran geblieben. Und Vogel macht's schlussendlich sehr stark. 86. Minute, wir gehen auf Defensiv. Ich will hier nichts mehr anbrennen lassen. Und dann passiert natürlich das, was passieren musste. 3:3, also wirklich der... Den siehst du dieses ganze Spiel nicht, den Computer. Und dann kommt wirklich so ein Scheiß. Wir gucken uns mal die Wiederholung an. Ja, das ist einfach nur ein langer Ball. Und jetzt aufgepasst, langes Holz. Und jetzt nimmt er den einfach an. Schießt den mit 800 km/h in Knick. Da kannst du halt nichts mehr tun. Und ja. Du wirst halt bestraft, obwohl er nichts dafür machen kann. Bei. Wir waren eigentlich schon fast der Gewinner dieser Partie und dann am Ende kriegen wir halt doch noch ein Gegentor. Aber wir kassieren einfach zu viele hinten. Wirklich, wir kassieren einfach viel zu viele Gegentore. Einfach, weil der Computer ist auch so schlimm, wirklich. Also es war wieder so eine gute Partie, zu einem Kommentar bereit sind. Nichts machen konnte. Sie haben jeden Zweikampf gewonnen. Die wichtigen halt. Ja, das ist Fußball halt, kriegst du halt auch mal so ein Ding halt in den Brei gekloppt. Vielen Dank für diese Aussage. Sich natürlich, wenn du gegen Osnabrück spielst, ein Zweitliga-Absteiger und du spielst unentschieden. Ich glaube, das wäre für ganz viele Mannschaften Erfolg, aber ja, für uns halt eben nicht. Das ist halt ein richtiger Schlag ins Gesicht in dem Moment gewesen. Nichtsdestotrotz müssen wir jetzt das nächste Spiel quasi schon gewinnen, wenn wir die Tabellenführung verteidigen wollen. Das heißt, ein Sieg gegen Duisburg. Oh, ich wollte gar nicht spielen, aber... Okay, dann spielen wir halt nochmal gegen Duisburg. Das ist, glaube ich, an sich gar nicht mal so schlecht. Ich spiele halt wieder mit dem roten Ball. Okay.
Und mal ein Heimspiel. Eigentlich wollte ich eine ganz andere Partie zocken jetzt, aber gut, dann spielen wir halt gegen Duisburg. Ist jetzt an sich jetzt nicht so schlimm. Springen wir einfach ins Game gegen Duisburg. Ey. Ah, jetzt von hinten nochmal geblockt, leider. Dann haben wir uns Ballbesitz, Fernando. Das kriegt eine Flanke. Die könnte was werden, wie kann er den denn bitte nicht machen? Also wirklich, warum nicht mit dem Fuß? Mit dem Fuß wäre es tausendmal gefährlicher geworden. Er muss ihn mit dem Kopf nehmen. Total unverständlich. Es ist Halbzeit und ja, Duisburg macht gar nichts und wir machen nicht viel. Wir hatten zwar zwei gute Möglichkeiten, aber ja, mehr aber auch nicht. Und es ist wieder sehr, sehr schwer, weil die halt jeden Zweikampf gewinnen. Und dann mal durchsetzen. Fernando mit der Flanke und das ist das 1:0 durch Schneider. Es wurde doch langsam auch mal Zeit. Ich hoffe, keiner hat gerade das hier gerade bekommen. Es war sehr laut gerade. Ich hab's gerade selber auch gemerkt. Hier aber nochmal Fernando, klasse Flanke. Entschuldigung. Und dann Schneider mit dem Tor. Klasse, wie er den reinhaut. Adrian Schneider. Vielleicht nicht der allerbeste, aber er macht seinen Job und jetzt geht er auch raus. Vogel kommt. Das war abseits, glaube ich. Ja, leider abseits, sonst wäre es der perfekte Konter gewesen. Das war Gewinn war 1:0. Auch das nicht der beste Spieltag von uns, aber wir haben es mit 1:0 gewonnen. Das ist erstmal das Wichtige. Feldkrieg geht auch gerade mega ab, also. Vielen Dank, dass Sie kurz mit rübergekommen so sind. Arbeitssieg, da kann man sich auch mal auf jeden Fall gerne ins Interview gehen. Auf jeden Fall waren wir die bessere Mannschaft. Wir haben viel mehr Chancen ausgeholt. Das war überhaupt nicht vom Kasten viel gefährlich. Klappt. Ja, wirklich an sich. Das sind mich die anderen Spieler nicht wirklich. Danke also, für dieses Gespräch. Jetzt, da jetzt der beste Mal ist, mal sei der mal dahingestellt. Dann sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus. 4 Punkte vom TSV 1860 München. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. 36 Punkte. Es läuft wieder. Gegen Saarbrücken. Eigentlich wollte ich das ja spielen. Aber gut, dann simulieren wir das schnell einfach und gewinnen 3:0. Also besser hätte ich es nicht machen können. Kühn mit dem Doppelpack, Jäger mit dem Tor. Das ist sehr gut. Wieder ein schönes 3:0. Aber wieder zu 0. Wieder hinten gespielt auch. Und damit bleiben wir natürlich Erster und bleiben auch mit 4 Punkten Vorsprung da vorne. Nachzeit gegen SVW. Wiesbaden am 20. Dezember. Ja, gegen die haben wir ja das allererste Spiel gespielt in dieser Karriere. Und hier gewinnen wir auch 2:0 diesmal. Kühn und Schneider sind die Torschützen. Also richtig gut. Und das heißt, glaube ich, dass wir ja die Hinrunde sogar schon abgeschlossen haben. 42 Punkte. Sehr stark da vorne. Dabei sind viel Geld ist jetzt nicht da, also ja, wird es auf jeden Fall in dem Fall rauslaufen, dass wir auf freie Spieler vielleicht noch gehen oder ja, nichts machen. Also wird es wahrscheinlich eher eine sehr langweilige Transferphase. Dafür gibt es aber richtig gute Spiele da, die dabei sind. Ja, und dann könnt ihr trotz alledem gerne trotzdem noch Ideen in die Kommentare hauen, wer denn
guter Spieler wäre. Am besten wäre jetzt ein Achter, weil da haben wir nicht so viel Auswahl. Nun den nach Tay hier. Der will sich ja nicht neu orientieren. Und auch hier Marcos Antonio viel zu teuer. Und der will sich auch nicht umorientieren. Links-Mittelfeldspieler haben wir jetzt so viele. Ja, Willi will ich schon gerne irgendwann holen. Ist halt leider nur eine 63. An sich nur ein schlechter als Kowalski da außen. Also auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und Willi würde ja auch die ganze Zeit spielen. Ich glaube, Kowalski ist jetzt 26, also Willi sogar jünger. Brinzer sollte auf jeden Fall da sein. Aber gut, dann verabschiede ich mich aus der Episode. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.